Es gibt große Herausforderungen, wie beispielsweise die Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens, Ressourcenverknappung, Klimawandel, ökologische Themen. Und in unserem Studiengang versuchen wir, diese Herausforderungen aufzugreifen, indem wir den Studierenden ein Spektrum an interdisziplinären Angeboten machen, sowohl von den Naturwissenschaften als auch von den Humanwissenschaften. Also ich glaube, das Besondere grundsätzlich an dem Studiengang Nachhaltigkeitswissenschaften ist, dass einfach Leute mit ganz verschiedenem Background hier zusammenkommen und zusammen auch an einem Forschungsprojekt arbeiten. Also sprich, wir haben Juristen, wir haben BWLer, wir haben eine Molekularbiologin dabei, ich habe Politik studiert und ich glaube, dass das einfach spannend ist. Unser Studiengang hat drei wesentliche Elemente. Das eine ist ein Strang, in dem wir Methodenkompetenzen vermitteln. Das andere ist im Anschluss an das erste Semester ein Wahlbereich, in dem die Studierenden auswählen können aus einem großen Angebot an naturwissenschaftlichen und humanwissenschaftlichen Fächern. Sie können sich so zusammenstellen, wie ihr Erkenntnisinteresse ist. Sie können stärker naturwissenschaftlich fokussieren, stärker humanwissenschaftlich oder auch sehr interdisziplinär bleiben. Und der dritte Bereich ist sicherlich eine Besonderheit bei uns in Lüneburg, das transdisziplinäre Projektseminar. Dabei geht es darum, dass wir innerhalb von einem Jahr mit den Studierenden, mit Praxisakteuren gemeinsam Problemlösungen erarbeiten. Sehr konkrete Fragen, am Ende des Jahres kommen sehr konkrete Ergebnisse raus, die auch, wie wir erkennen können, tatsächlich in die Praxis Eingang finden. Und das ist immer sehr erfreulich und sehr befriedigend auch für die Studierenden. Die Transdisziplinarität hat sich oder macht sich in unserem Studiengang insbesondere bei einem Forschungsprojekt bemerkbar. Das heißt, da haben wir ganz konkret mit der Stadtverwaltung zusammengearbeitet und haben in zwei Semestern gemeinsam mit den Praxispartnern vor Ort ein Nachhaltigkeitsindikatorensystem entwickelt. Dadurch, dass wir einen großen Wahlbereich anbieten können, dadurch, dass wir bei den Projektseminaren mehrere Projekte parallel anbieten, führt es dazu, dass die Gruppengrößen relativ klein, überschaubar sind. Und das ist sehr vorteilhaft für intensives Arbeiten. Also ich glaube, was besonders ist an der Leuphana, sind die Fördermöglichkeiten, die einfach von Anfang an bestehen. Dass alle Studenten letztendlich in Projekten engagiert sind, sei es universitäre Projekte oder seien es auch private Projekte. Und dass sie da, glaube ich, von der Uni auch sehr gut gefördert werden. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das wir nicht national lösen werden. Es ist ein globales Thema und deswegen ist die Frage der Internationalisierung für uns ganz wichtig. Wir haben bereits jetzt relativ viele Kooperationen mit sehr interessanten, sehr einschlägigen Institutionen in Universitäten in Europa, aber auch weltweit bis hin nach Peru beispielsweise. Und als ich nach Lüneburg kam, hatte ich sofort irgendwie viele Leute um mich herum, auch außerhalb meines Studiengangs. Ich glaube, auch das ist ziemlich besonders an Lüneburg und an der Leuphana, dass man sehr schnell in Kontakt kommt mit Leuten außerhalb seines eigenen Studiengangs. Ja, und ich glaube, dadurch kann man dann hier auch eine echt gute Zeit haben.